Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Diese Geschichte handelt von dem, was das Leben der meisten in selten beglückender Weise bestimmt. Sie handelt vom feinem Geraschel kunstvoll gestalteter Scheine, von ihrer dunklen Magie, von Abhängigkeiten und Lügen. Sie handelt ein wenig von mir, Susu Bucher, aber vor allem von einer älteren Dame aus einem Dörfchen im Schwarzwald, deren Bekanntschaft ich letztes Jahr machte und deren Verhalten mir einige Rätsel aufgab. Ich nenne sie hier Martha Michel, um sie zu schützen. Denn was ich ein wenig verändert erzähle, das war, solange sie lebte, geheim. Was uns trennt. Von Chris Ohnemus. Ich war für einen Sommer in Marthas Dorf im Schwarzwald gezogen, weil ich, frustriert von meinem kläglich beachteten ersten Roman, verkaufte Exemplare, 600, großer Stipendium hat nicht geklappt, Geldmittel, keine, den Regen, die Sonne, ländliche Luft und dringend Erholung durch einfache Arbeiten suchte. Es war ein Dorf wie viele in dieser Gegend, mit ortsverbundenen fleißigen Leuten, wenigen Kühen und Pferden, alten Bauernhöfen, Steilhängen, rauschenden Bächen und saftigen Wiesen. Das hatte mir meine Lektorin empfohlen. Und das schien mir für mich von heilsamer Kraft. Ich fand eine Wohnung in einem Liebdich, auf dem Hof eines alten, verwitweten Bauern. Jetzt pass mal auf. Am Montag wäschst du Wäsch und am Samstag fährst du Straß. Wie bitte? Was? Sie fährt in Straß. Straß? Ach so. Verstehe. Für Kost und Logis ging ich dem Bauern, dem buckligen Josef, zur Hand. Hackte ihm Holz, wusch ihm Wäsche, jätete Unkraut und jobbte die Täler hinauf und hinab als Reinigungskraft. Ich sehe das jetzt alles mal sportlich, als spirituelle Verrichtung. Zweimal die Woche putzte ich mehrere Stunden in Marthas Firma, Michelmoden, dem einzigen Unternehmen im Ort. Michelmoden war ein Familienbetrieb. Marthas Mann war, bevor ich ins Dorf kam, verstorben und sie führte die Firma mit ihrer Tochter zusammen und deren Mann. So hatte es jedenfalls erstmal den Anschein. Doch wie sich herausstellte, brodelte es. Jetzt horche mal, wir brauchen mehr Outdoor-Bekleidung, Funktionsunterwäsche, Workwear, verstehst? Was? Das kommt nicht in Frage. Wir sind doch kein Handelsgeschäft. Wir fertigen immer noch hauptsächlich selber. Immer dasselbe. Strickmieder, Dirndljacke und Janker. Ich kann's nimmer sehen. Immer dasselbe? Ich sag dir mal was. Unsere Trachte- und Strickmode habe sich in viele Jahrzehnte bewährt. Wir brauchen einfach ein breiteres Sortiment. Du kannst auch Funktionsbekleidung stricken. So konnte ich sie manchmal hören. Meist mahnend, bald klagend klang Marthas Stimme. Die Stimme der Tochter wurde dagegen zunehmend schroffer und laut. Pass mal auf, ich mach das jetzt mal mit den Finanzen. Jetzt stellst du dich nicht so an und ich kümmere mich jetzt auch um die Post. Die alte Frau Michel hatte bald nichts mehr zu sagen. Und wie sie entmachtet in ihrer Firma herumging, eine grazile, nicht den geringsten Makel entblößende, immer adrette Erscheinung, trafen sich oft unsere Blicke. Und ich lächelte ihr, weil ich Verlierende mag, bestätigend zu. Ich saugte in ihren Büros, unter den Strickmaschinen und Nähtischen, vorne im Laden, in der Kantine, Woche um Woche Fäden, Flusen und Krumen. Ich putzte und wischte. Und manchmal
Da kam sie mit etwas zu trinken für uns und fing an zu plaudern. Hätte sie einen kurzen Moment Zeit für mich? Ich glaube, unsere Gespräche waren derart bedingungslos freundlich, weil ich für Martha neutral war. Außerdem war ich vergleichsweise jung und kam aus Berlin, wofür sie sich sehr interessierte. Sie kannte die Stadt von wenigen kurzen Besuchen. Sie habe dort einen Verwandten, sagte sie mir. So war ich nicht allzu verwundert, dass sie mich an einem schwülwarmen Tag Ende Juni im stickigen Lager aufsuchte. Ich saugte gerade Stapel von grauen und grünen Stoffballen ab. Leer wird der Kopf und klarer das Denken. Als mich ihre kühle Hand an meiner Schulter berührte. Wie ich mich umwandte, wirkte sie seltsam verlegen. Hallo. Ja, hallo, Frau Michel. Entschuldige Sie. Jetzt habe ich Sie ganz schön erschreckt, gell? Nein, das macht nichts. Ich wollte Sie fragen, also ich hätte eine besondere Sache. Aha. Habe Sie diesen Freitag schon etwas vor? Ich dachte kurz nach. Freitags half ich gewöhnlich den Bauern. Also, aber das konnte ich sicher verschieben. Dann könnte sie mich vielleicht fahren? Ich müsste geschäftlich nach Basel. Sie müssen nach Basel? Mhm. Ja, aber warum nehmen Sie denn da nicht den Zug? Oder den Flieger? Meine Gesundheit, das schaffe ich allein nimmer. Ach so. Warum ihre Tochter oder ihr Schwiegersohn oder ihr Enkel sie nicht fahren konnten, wunderte mich. Aber ich war zu gehemmt, um sie danach zu fragen. Da sagte sie mir, dass ihr Chauffeur, der auch ihr Buchhalter war, seit längerem krank sei. Ja, und wie sie so dastand, kam sie mir trotz ihres formschönen rot-weißen Dirndls, der kirschroten Lippen und pechschwarzen Hochsteckfrisur fahl und erschöpft vor. Und so sagte ich zu. Ich hatte noch nie einen so großen und schnellen Wagen gefahren. Es war der Geschäftswagen ihres verstorbenen Mannes. Und ich saß mit steinhartem Rücken schwitzend am Steuer. Auch Martha wirkte verspannt. Und so sprachen wir beide nicht sonderlich viel. Wo müssen wir denn in Basel hin? Bad Bellingen und Lörrach waren bereits ausgeschildert. Ich könnte das jetzt ins Navi einprogrammieren. Ach so, ja. Ich muss in die Altstadt. Ganz in die Nähe vom Barfüßerplatz. Am besten, Sie fahren ins Parkhaus. Barfüßerplatz. Ah ja. Und? Treffen Sie dort einen Kunden? Nein. Kein Kunde. Na sowas. Ich dachte, Sie machen Geschäfte. Ja, sicher, Frau Bucher. Aber Geschäfte gibt's nun mal in verschiedenster Art. Na, da kann ich mir ja jetzt einiges denken. Ja. Ja. Aber geht mich natürlich im Grunde nichts an. Liebe Frau Bucher, jetzt sei Sie doch nicht gleich beleidigt. Mein Mann ist im April dieses Jahres verstorben. Und was meinen Sie wohl, was das in der Folge bedeutet? Ein Haufen Papierkram. Wir hatten ja so lange die Firma zusammen. Da gibt's ja nach so viel zu regeln. Klar, verstehe. Ich dachte natürlich, sie regelt den Nachlass. Und dann hörte ich zu, wie sie mir etwas von ihrem Berater, einem gewissen Herrn Füßli, erzählte. Der sei sowas wie ein Freund der Familie und würde sie schon seit langem betreuen. Als sie mir später am Barfüßerplatz einen Umschlag zustecken wollte, wehrte ich erst einmal ab. Ich sollte mich, wie sie es nannte, damit etwas umsehen und sie dann wieder am Nachmittag treffen. In einem Café mit großer Terrasse und Blick auf den Rhein. Ich muss gestehen, über die Banknoten 200 Franken war ich bald froh. Wohin ich auch schaute, die kunstvoll gefertigten schönen Pralinen, die Nussgipfeli und die Wähen, das frische Glacé, selbst so ein mickriger Döner wären für mich kaum bezahlbar gewesen. Und schaute ich in die anderen Auslagen, in Kleider- und Uhrengeschäfte hinein, kam ich mir nur noch erbärmlich, schlecht angezogen, erfolglos, vollkommen verarmt vor. Früher als nötig setzte ich mich in das schattige, noble Terrassencafé, belebte mich wieder mit einer Reihe Espressos und Wasser und dachte an meine Chefin und deren Geschäfte. Sie hatte vermutlich ein üppiges Erbe zu regeln. Ich aber, mit Anfang 30, den weiteren Fortgang meines noch immer chaotischen Lebens. Mein Dispo ist demnächst am Limit.
Kein Wunder, du kümmerst dich einfach zu wenig um mich. Du interessierst mich nicht, Geld. Mir geht es darum, bescheiden zu werden. Und sprachlich sensibler. Mir fehlt doch nur noch... Ach, lass es sein. Ich soll es lassen, irgendwas anderes machen, berufstätig sein? Ja, sicher, du sollst mir dienen. Dir dienen? Mach ich ja. Immerhin gehe ich putzen. Aber das reicht nicht. Ich brauche Zeit und Inspiration. Das hat keine Zukunft, das weißt du genau. Irgendwann tauchte Marthas Hochsteckfrisur im Strom der Promenierenden auf, hüpfte hervor. Und kurze Zeit später hörte ich ihre unverkennbaren Schritte. Sie wirkte gehetzt, entschuldigte sich, sie hatte sich etwas verspätet. Hallo. Und bat um das Wasser, das man umsonst zum Kaffee bekam. Ja, bitte. Die Sache ist nicht ganz einfach gewesen. Sie rieb sich den Schweiß von ihrem Nacken und beugte sich über den Tisch. Wie soll ich es Ihnen nur sagen? Wir müssen noch bleiben bis morgen. Wir übernachten? Marthas Hände flatterten über den Tisch. Ihr linkes Augenlid begann plötzlich zu zucken. Ich buche uns gleich ein Hotel. 2 komfortable Zimmer. Ich werde mich gleich drum kümmern. Ja, aber ich muss doch... Sie haben doch hoffentlich morgen nichts vor. Ich überlegte. Aber da war im Grunde nur... Die Arbeit beim Bauern. Frau Bucher, ich weiß, dass ich Sie jetzt damit überfalle. Aber so wie es aussieht, es haben sich einige Dinge ganz überraschend... Wir müssen wohl anders, hat der Herr Füßli gesagt. Ich finde das Ganze, also, Sie können mir glauben, höchst. Ich bin genauso überrumpelt worden wie Sie. Ah. Ich wusste zwar nicht, was sie mit all diesen Halbsätzen meinte, aber ich dachte, ich werde das mit dem Josef schon regeln. Ich rief ihn an, er brummelte kurz und ich willigte ein. Erst in der folgenden Nacht begann ich mir einige Fragen zu stellen. Ich lag bei geöffnetem Fenster, plötzlich hellwach, auf meinem Hotelbett. Ich hatte soeben einen Anruf von Martha bekommen. Hallo? Frau Bucher, wie gut, dass Sie noch wach sind. Hören Sie zu, wir treffen uns morgen um 3 mit Herrn Füßli. Ja, in Ordnung. Aber um 3 in der Früh. Was? Warum das denn? Frage Sie mich nicht. Herr Füßli hat alle Pläne geändert. Ich glaube, wir machen nur einen winzigen Umweg. Sie brauchen mich für einen Umweg? Sie denken jetzt sicher, aber Frau Bucher, ich kann Sie beruhigen. Beruhigen? Also, das klingt jetzt wirklich... Ich kann Ihnen... Später, Frau Bucher, wenn wir zurück sind. Ich werde Ihnen alles erklären. Oder am besten Herr Füßli. Der hat ja das alles... Ich werde dann klopfen, Frau Bucher. Stehen Sie bitte bereit. Ja. Oh. 3 Stunden später schlich ich mich hinter ihr durch einen leeren Hotelflur, holte den Wagen und parkte ihn wunschgemäß in einer kleineren Straße. Dort warteten wir, bis bald darauf ein Kombi von hinten heranfuhr und hielt. Martha, die meine wortlose Neugierde spürte, schoss sofort hoch und stieg aus. Und ein älterer Herr, silbergrau, elegant, dunkler Anzug, das ist dieser Füßli, kam ihr mit freundlichem Lächeln entgegen. Ich konnte die beiden im Rückspiegel sehen, wie sie sich kurz mit Handschlag begrüßten. Und dann sah ich den jüngeren Mann, Vollbart und Hornbrille vorne im Kombi, der völlig teilnahmslos wirkte und, typische Stiernackenhaltung, auf sein Smartphone fixiert war. Füßli und Martha verschwanden kurz hinter dem Kombi und kam mit wichtigen Mienen und einem grünen Kanister wieder hervor. Ich sollte den Kofferraum öffnen und Füßli legte den grünen Kanister hinein. Und als meine Chefin neben mir auf den Sitz fiel, zuckte ihr eines Augenlid wieder. Und sie gab mir mit fahriger Hand einen Zettel und Füßli kam zu mir ans Fenster. Hören Sie zu, Frau Bucher. Ich fahre, aber mit angemessenem Vorsprung voraus. Ja, gut. Und das hier... Das sind die Koordinaten fürs Navi. Aha. Also das heißt, das ist der gemeinsame Zielort. Nur für den Fall, dass wir uns, was ich ja nicht hoffe, verlieren. Ja, so finden Sie jedenfalls hin. Ich nickte verständig, obwohl mir die Sache keineswegs klar war, gab Längen- und Breitengrad ein und wie der Kombi hinter uns losfuhr, erschien auf meinem Display der nördliche Stadtrand von Basel. Eine von hohem Mais umschlossene Wiese.
darauf ein Schuppen und Viehunterstand. Das genau war unser Treffpunkt. Dieser Herr Füßli, der junge Vollbart und Martha trafen sich zwischen den parkenden Autos. Und wie ich erlauschte, die Grenze liegt dort oben. Ich war bei offenem Fenster im Wagen geblieben, wenige hundert Meter ging es um einen gewagten Transfer. Ja, aber die Fahnder, sie haben gesagt, es gibt verstärkte Kontrollen. Wir haben die Lage gepeilt. Die patrouillieren heute woanders mehr drüben im Osten. Deshalb muss es ja schnell gehen. Die sind jeden Tag, manchmal stündlich, woanders. Mit ihren findigen Hunden, die riechen die Schweinchen. Es ist fast kein Durchkommen mehr. Der Bärtige holte jetzt aus dem Kombi Rucksack, Laptop und ein Objekt mit kleinen Propellern heraus. Schauen Sie her, Martha. Das ist der Kopter. Ja? Ich schaue mir den Vogel am besten nochmal an. Yep. Sie sind sicher, dass so etwas gut geht? Wir haben schon einige Transfers in diesem Stil durchgeführt. Und ja, die liefen allesamt reibungslos ab. Aber das ganze Vermögen auf so einem wackeligen Ding. Martha, es ist jetzt schlichtweg zu spät. Die Selbstanzeige wäre die andere Lösung gewesen, aber das wollten sie nicht. Das konnte ich nicht. Und deshalb geht's eben nur so. Füßli ließ Martha mit ihren geröteten Augen zurück und kam an mein Fenster. Ich sollte den Kofferraumdeckel wieder entriegeln und da war ja noch immer der grüne Kanister. Oder was war das? Es war ein halbierter Kanister. Eher ein Schuber. Und daraus hervor nahm er ein weißes Päckchen. Ein mehrfach umklebtes, mehr oder minder quadratisches Päckchen. Das zeigte er Martha. Da ist alles drin. Er ließ sie einmal danach greifen. Dann nahm er es ihr wieder ab und ging damit rüber zum Vollbart, der auf dem Boden einen Wirrwarr von Kabeln und Drähten an seinem Kopter justierte. Martha behielt nervös das weiße Päckchen im Blick. Ja. Schaltet. Okay. Schauen Sie her, ist das so richtig? Der Vollbart nahm das Päckchen entgegen und balancierte es prüfend in seinen Händen. Was wiegt es? Exakt 2710 Gramm, so wie besprochen. Wie viel? 2710 Gramm. Gut. Das ist gut. Sehr schön symmetrisch verpackt. Fliegt sicher ganz ruhig. Ich saß fasziniert und steif vor Empörung im Wagen. Durch meinen Kopf zischten Headlines, Splitter von Talkshows. Geldschmuggel, Schwarzgeld, Steuerbetrug. Was hatte man dazu nicht alles gehört und gelesen? Doch was ich hier sah, unmittelbar und in Echtzeit, das war jenseits von allem, was ich mir bislang darunter vorstellen konnte. Ein Teil von mir erhob sich und wollte mit lautstarker Bürgersinnwut protestieren. Frau Michel, was soll das? Was machen Sie da? Aber ich stieg aus dem Wagen, stumm wie ein Fisch. Auch bei diesem Vollbart, der, wie ich später erfuhr, Informatik in Karlsruhe studierte, waren Haltung und Handeln nicht wirklich synchron. Solange Füßli noch da war, merkte man wenig. Also, was machen wir jetzt? Doch kaum war Füßli weg, rüber zur deutschen Seite gefahren, als sein Kopterpilot etwas merkwürdig wurde. Jawohl, alle Kontakte sind... Der Wind. Hey, jo, der Wind frischt auf. Was sagt denn der Wetterradar? Leichtes Gewitter. Aber ein Stück weiter oben im Norden. Es war kurz vor vier und begann schon im Osten zu dämmern. Und plötzlich fehlte dem Mann jeder Schwung. Ja, jetzt muss der Peilsender dran. Ich glaube, sie sollte sich ein bisschen beeilen. Es wird schon gleich hell. Ja, genau. Könnten Sie mir das Päckchen mal geben? Den Sender am Päckchen anbringen, das Päckchen am Kopter fixieren, den Peilsender checken. All das vollzog sich sehr schleppend und mit suchenden Händen. Ist sicher nicht einfach für Sie. Jetzt müssen Sie mir vertrauen, 100%ig, blindlings wie Ihre Mutter. Das muss ich jetzt wohl. Aber wir schaukeln die Sache schon rüber. Obwohl mir das Windchen ja gar nicht gefällt. Er zauderte wieder, stand auf, unterbrach seine Arbeit. Ist dieser Wind denn gefährlich? Gefährlich? Nein, ich sag Ihnen was. Bei einem Gewitter könnte es ganz heftige Aufwinde geben. Die saugen uns dann das Ding mit 140 oder mehr Sachen in die Atmosphäre hinaus. Dann käme es ja gar nicht da an, wo es geplant ist. Aber die Dame, nur keine Sorge, das passiert nicht.
Hier fällt er ein paar Dörfer weiter herab. Wie, es fällt runter? Marthas Augen waren jetzt weiß, aufgerissen, doppelt so groß. Ich hatte es mal, dass die Software defekt war. Es gab einen Wackler, irgendein Kabel war nicht in Ordnung, geknickt. Da hat der Vogel aber ganz schön geschlingert, kam 10 Kilometer vom Kurs ab. Ich hab den dann nicht wiedergefunden. Oh nein. Aber das passiert, sagt die Community allen nur einmal. Ich breche es ab. Gebe sie mir mein Päckle zurück. Aber die Dame, nee, sie haben mir für meine Dienste ja schließlich den Rest meines Studiums bezahlt. Ich mach das, ich schaff ihnen alles verlässlich hinüber. Selbst ihr kleines Geheimnis, das sie verständlicherweise ein kleines bisschen nervös macht. Bleiben Sie stehen. Lassen Sie das. Lassen wir es fliegen. Und jetzt. Der Kopter erhob sich, wackelte etwas, schwenkte nach rechts und nach links, gewann aber trotzdem an Höhe. Und dann flog er nach Plan, ohne zu schlingern, gen Norden über die Wiesen und Felder und eine Grenze, die man nicht sah. Später erwachte ich aus einem Traum. Ich war mit Martha auf diesem Kopter wie auf einem Adler geflogen. Und weil sie sich an mir mit allen Gliedern festklammern wollte, stieß ich sie weg und sie stürzte hinab. Und wie sie hinabfiel, unendlich lange sah ich sie unter mir flattern, lachte ich herzhaft und grässlich und war von diesem Gelächter erwacht. Es war früher Abend, was mich zunächst irritierte. Und als mir dann einfiel, dass von der geträumten Geschichte manches ja stimmte, verkroch ich mich wieder im Bett. Tatsächlich war ich nach dem Abflug des Kopters mit dem Vollbart und Martha hinüber zu Füßli gefahren. Und kooperierend und folgsam hatte der Vollbart das Päckchen nach einigem Suchen in einem Maisfeld gefunden. Dann waren er und Füßli hinüber auf die Schweizer Seite zu seinem wiedergelandeten Kopter gefahren. Ich aber hatte Martha, die wie ein blasses Gespenst auf dem Rücksitz saß, zurück in den Schwarzwald chauffiert. Ich war geschockt und todmüde gewesen. Und es hatte tatsächlich ein schweres Gewitter gegeben. Und es hatte fast eine Stunde geregnet, als käme die Sinnflut herab. Komm, gut, komm! Ich setzte mich auf und blickte mit einer beklemmenden Ahnung hinüber zum Nachttisch. Dort lag ein Bündel mit Geld. Das hatte mir Martha heimlich während der Rückfahrt in meine Tasche gesteckt. Das hatte ich, als ich erschöpft am Lieblichhaus angekommen war, beim Kramen nach meinem Schlüssel gefunden. Ich griff nach dem Geld, nahm es unter die Decke und zählte es noch einmal nach. 30, 37, 38, 39, 40. Es war ein flaches Bündel mit neuen 500er-Scheinen. Exakt 20.000. Ich steckte es unter das Kissen. Ich holte es wieder hervor. Schau her, das gibt's nur fürs Chauffier. Vermutlich fürs Schweigen. Ich ärgerte mich. Sie hatte mich, wie mir jetzt klar war, wie diesen jungen Studenten für ihre dunklen Geschäfte benutzt. Und ich hatte mich breitschlagen, verführen, hineinziehen lassen. Ich setzte mich auf und besah mir die druckfrischen Scheine. Meint die denn, ich bin käuflich? Nur weil ich gerade mal knapp bei Kasse bin und nicht in ihrer Liga mitspiele? Ich geb's ihr wieder, ihr schmutziges Geld. Ich sah mich entschlossenen Schrittes, wie ich damit in der Kreisstadt bei einer Wache oder gleich beim Finanzamt vorbeiging, um diesen hinterhältigen Schmuggel zu melden. Doch dann drückte ein anderer Gedanke dagegen. Ein niederer, aber sehr starker Gedanke, den ich, kaum dass ich mir seiner bewusst war, verachtenswert fand. Ich könnte es aber gebrauchen. Hallo? Susu? Der bucklige Josef riss mich zum Glück aus meinen Gedanken. Bist du da? Ich sollte ihm helfen. Ah, natürlich, da war ja noch so viel zu tun. Die Straße war samstags zu fegen, die Wäsche noch immer zu waschen. Und wenn ich es besonders gut meinte, buk ich ihm noch einen Kuchen. Hallo? Er mochte am liebsten Hefegebäck. Ja, Josef. Ich komm gleich. Ich steckte das Geld zwischen die Bücher im Nachttisch und zog mich rasch an. Was magst du denn am liebsten hinein? Rosinen oder Nüsse? Haselnüsse. Bitte. Dann wird's also wieder ein Nusszopf. Das hat meine Frau auch immer gemacht.
Ja, hab sie selig. Gehst du noch auf den Friedhof zum Gießen? Oh ja, sicher. Das mache ich, solange ich das kann. Und wie so oft begann der bucklige Josef von seiner Liesel zu erzählen, die eines Morgens zusammengebrochen im Hühnerstall lag. Sie hatte wie er ihre Kindheit und Jugend und dann eine lange und duldsame, mit Nachwuchs gesegnete Ehe in diesem Dörfchen im Schwarzwald verbracht. Die Liesel wurde lebendig, sobald er erzählte. Doch hörte ich heute nicht aufmerksam zu. Sag mal, kennst du die Frau Michel von früher? Die Michel-Mutter? Ja, ja. Die ist doch fast dein Jahrgang, oder? Die kommt aus Kirchzell. Der Mann stammt von hier. Aber der ist im Frühjahr gestorben. Sie und ihr Mann sind wohl beide geschäftstüchtig gewesen. Ja, ja. Die Strickerei hat schon der alte Michel betrieben. Und dann haben die ganz schön expandiert. Das schaffen schon viele da oben. Sind die beliebt, die Michels? Ich meine, als Arbeitgeber oder sonst wo im Dorf. Beliebt? Die spenden halt mal hier und mal da bei den Vereinen. Aber ob die deswegen beliebt sind... Meinst du nicht? Weißt du was? Ich gehe jetzt runter zum Friedhof. Die feinen Leute sind mir egal. Josef ging raus und der Nusszopf ging gleichmäßig neben dem Ofen. Erst am folgenden Tag wusste ich klarer, was ich herausfinden wollte. Es war ein heiliger Sonntag und ich war mit meinem Fahrrad bis hinauf auf eine der höchsten Höhen im Umkreis gefahren. Hier gab es ein Ausflugslokal mit WLAN und hier hatte ich, was in den Tälern oft nicht der Fall war, Internetzugang und sogar Empfang. Ich nahm mein Tablet, setzte mich unter die Linden und recherchierte. Ein 500-Euro-Schein wiegt... Aha. 1,12 Gramm. Dann sind 500.000 1.120 Gramm. Das Päckchen hatte 2.700, na so in etwa. Das heißt, das waren ungefähr 1 Million und 200.000. Ja, Wahnsinn! Aber was war das für Geld, fragte ich mich. Und warum musste es Martha in bar und auf die denkbar absurdeste Art transferieren? Das Instrument der Gruppenanfrage. Aha. Die neue Weißgeldstrategie der Banken. Das heißt? Ah. Es gibt erhöhten Druck auf die Kunden. Zwangsweise Schecks. Die aber nicht einlösbar sind. Lebensversicherungsmäntel werden gelüftet. Die Grenzen fast dicht. Sie hatte, das stand für mich fest, das deutsche Finanzamt, den deutschen Staat, die deutschen Mitbürgerinnen und Bürger um Steuern betrogen. Sie hatte aus Geiz oder Raffgier die deutschen Kitas und Schulen und Bibliotheken, sämtliche Ämter, die Pflegeheime und Bäder und Parks und Kasernen um ihren Anteil betrogen. Sie besaß, geerbt oder nicht, ein verschleiertes großes Vermögen und wollte davon an Abgaben nicht mal das Mindeste. Gar nichts. Oder nur anderswo etwas mit niedrigen Sätzen bezahlen. Und wie ich auf einem Bierdeckel ausrechnen konnte, wären die Steuern auf ihre Zinserträge vermutlich ein kleiner Bruchteil. Nicht schmerzlich viel, nein, lächerlich wenig gewesen. Sie nachzuzahlen... Samt Hinterziehungszinsen wäre doch außerdem möglich. Ihr Vermögen somit auch weißgewaschen gewesen. Wieso nur hatte sie es dann so kompliziert, so anders gemacht? Später, Frau Bucher, wenn wir zurück sind. Ich werde Ihnen alles erklären. Ich wollte jetzt diese Erklärung und radelte los. Ich schnurrte die kurvige Straße hinunter ins Dorf, den Hügel zum Hof hoch, holte das Geld aus meinem Nachttisch, peste wieder hinunter ins Dorf und über zwei Höhen zur Firma der Michels hinauf. Dort klingelte ich, es war ja Sonntag, am Wohnhaus. Ich klingelte mehrmals, zuerst bei Martha und dann bei ihrer Tochter, doch niemand war anscheinend zu Hause. Ich klingelte unten am Mitarbeitereingang und vorne im Laden. Und endlich kam jemand hinter dem Riffelglas näher und machte mir auf. Hallo, Herr Beck.
Ich wollte Frau Michel besuchen. Es war ihr Schwiegersohn, der mich nichts ahnend hereinließ und der, er wolle sie suchen, gleich wieder in den verwinkelten Gängen verschwand. Zwischen den endlosen Reihen von grauen und grünen Trachtenstrickjacken kam mir Marthas Tochter mit einem Rollständer neonfarbener Sportbekleidung entgegen. Und ich erkannte zwei Verkäuferinnen, die lachend und schwatzend knallbunte Skianzüge und Skiunterwäsche auspackten. Auch hörte ich vom unteren Stockwerk die Bügelmaschine und die Strickmaschinen mit den gewohnten Geräuschen. Von wegen Sonntag. Die Rollläden zur Straße waren heruntergelassen, damit die Arbeit nicht stillstehen musste. Ah, Frau Bucher, was suchen Sie denn? Och, ich will zu Ihrer Mutter. Ach so. Aber ich glaube, die liegt noch im Bett. Es geht ihr seit gestern nicht besonders gut. Ach so, es geht ihr nicht gut? Es war doch so heiß in Basel. Aber ich kann ja gerne etwas ausrichten, wenn Sie wollen. Oh nein, 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 das ist nicht nötig. Es ist nicht so dringend. Ich spürte das Bündel in meiner Tasche. Und wie mich die Tochter mit forschender Neugierde ansah, wurde mir klar, die weiß tatsächlich von gar nichts. Anscheinend ging sie die Sache nichts an. Ich steckte das Geld zwischen die Putzlappen unter dem Spültisch. Zwischen die alten klebrigen Tüten in meiner Eckbank, in eine Vase und stellte sie hoch auf den Wohnzimmerschrank. Ich hätte es gern vor mir versteckt, hätte es gern verlegt und verloren, denn seine magische Wirkung war groß. Es begann, egal wohin ich es stopfte, zu flüstern. Dann nimm mich, dann bist du raus aus dem Minus. Ja, das stimmt. Das wäre erleichternd. Und der Rest wäre ein schönes Polster für dich. Ich könnte noch einmal von vorne beginnen. Also nimm mich. Das wäre vielleicht eine Lösung, aber ich kann das nicht. So nimm mich doch endlich. Nimm mich und quäl dich nicht mehr. Ich hasste Martha für diese verdammte Versuchung, nahm das Bündel und brachte es wie einen stinkenden Abfall hinaus. Ich versenkte es in einer Tasche an meinem Fahrrad und ich überlegte, ob ich den Putzjob in ihrer Firma am besten gleich hinschmeißen sollte. Aber dann dachte ich, nein, diesen Gefallen tue ich ihr nicht. Ich werde so lange, bis ich die Sache wirklich durchschaue, hartnäckig weiterhin da sein. Und sie wird mir nicht dauerhaft ausweichen können. Ich fuhr also hoch, wie gehabt, um zu putzen, saugte und wischte und schlich mich herum. Ich sah mich beim Putzen in Marthas Privatwohnung um, suchte nach ihr, suchte nach einem Wandsafe hinter den Vorhängen, Bildern und Schränken. Ich fand nichts und konnte auch Martha nicht finden. Martha war immer weg, wenn ich kam. Mal war sie beim Arzt, dann sagte man mir, sie sei in der Kreisstadt, habe Massagen, Fußpflege oder dergleichen, kaufe was ein und einmal... Das war Ende Juli, sagte man mir, sie ginge spazieren. Da kam ich auf eine Idee. Ich fuhr zum nächstgelegenen Wanderparkplatz und bog in den Höhenweg ein, der allseits bekannt und beliebt war. Auf diesem Weg konnte man lange und eben durch einen angenehmen, kühlen Buchen- und Tannenwald gehen. Als ich an der Pilgerkapelle ankam, die mitten im Wald am Wegrand lag, trank ich aus dem daneben fließenden Brunnen. Und wie ich den Kopf wieder hob, sah ich von Weitem die hüpfende Hochsteckfrisur. Martha kam mir den Waldweg mit Nordic-Walking-Stöcken in leuchtenden Joggingklamotten entgegen und bog, vielleicht um zu beten, nun ab zur Kapelle. Absichtlich schnell und lautlos trat ich daneben hervor. Hallo, Frau Michel. Geht's wieder gut? Ich gebe zu, ich genoss Ihren Schrecken. Jetzt bin ich ja. Sie hing wie erstarrt auf ihren Stöcken und schnaufte. Frau Bucher? In meiner Vorstellung schmetterte ich ihr bei dieser Begegnung ein. Schämen Sie sich! Sie sind mir was schuldig! Hier ist Ihr beschissenes Geld! In stolzer und aufrechter Haltung entgegen. In Wirklichkeit aber, wieder mal, zögerte ich. Das ist jetzt kein Zufall, nehme ich an. Ah. Kein Zufall. Sie nickte kapitulierend und setzte sich auf die Steinbank vor der Kapelle. Ich aber blieb vor ihr stehen. Dann sage sie doch, was sie wolle. Sie hat mir eine Erklärung versprochen. Eine Erklärung? Tja.
Was soll ich das sagen? Sie stocherte mit einem Stock vor sich im Boden herum. Sagen Sie mir doch zum Beispiel, warum Ihr Vermögen nicht richtig versteuert war. Also ganz offensichtlich nicht ganz legal. Sie sah zu mir hoch, aber ganz kurz nur. Dann folgte ihr Blick den Spuren, die ihr Stock in den Boden gravierte. Das, wie Sie sehen, das ist kompliziert. Und zum Teil, zum großen Teil ist ja auch nicht meine Sache gewesen. Das hat vor allem mein Mann all die Jahre, bis er verstarb, mit dem Herrn Füßli geregelt. Ja, was denn genau? Ich fand Ihre Lage peinlich, beschämend. Doch seltsamerweise war mir das alles selber im physischen Sinne höchst unangenehm. Ich stand da vor ihr und wusste bald nicht mehr, wohin mit meinen Händen und Armen. Sie sind eine andere Generation. Ich glaube, Sie können das gar nicht verstehen. Was nicht verstehen? Ja, wie man nach zwei solchen Kriegen, nach all den Krisen gedacht hat. Na dann? Ich wollte nicht länger auf Sie herabsehen und setzte mich neben Sie hin. Dann erklären Sie es mir doch. Mein Mann wollte Rücklage bilden. Und die sollte sicher verwahrt sein. Wo man dem ganzen System, den Alliierten Ost gegen West, kein Politiker mehr hundertprozentig getraut hat. Das war doch bedrohlich gewesen. Aha. Und deshalb haben Sie über Jahrzehnte, was übrig war, irgendwie rübergebracht. Das habe wissen Sie viele gemacht. In den berühmten Koffern womöglich. Och. Oder war es im Jackenfutter oder in ihren Hüten versteckt? Ich stellte mir ihren Buchhalter und ihren Mann mit Geldhüten in seinem großen Geschäftswagen vor und musste fast lachen. Es gab da verschiedene Wege. Frau Mischel, Geld außer Landes zu schaffen und nicht zu versteuern, das ist doch schon immer strafbar gewesen. Das war es. Und das habe ich ihm ja auch häufig gesagt. Er hat immer noch gesagt, das ist nicht erlaubt, aber mein Schatz, so wie es ausschaut, geduldet. Ach. Und Sie wollten das gar nicht? Nein, ich wollte das nicht. Wir haben uns deshalb auch anfangs ganz häufig gestritten. Aber irgendwann war ich dann selber durch den Herrn Füßli betreut und da habe ich dann nichts mehr gesagt. Ich hatte das nicht ganz verstanden. Aber Sie können das doch jetzt selber entscheiden. Beenden Sie es doch. Das geht leider nicht. Wieso nicht? Das wird's jetzt doch zu persönlich. Wir hatten fast Schulter an Schulter gesessen. Jetzt aber richtete sie sich mit Hilfe der Stöcke ruckartig auf. Frau Mischel, ich mag's gern persönlich. Nein, das ging jetzt wirklich zu weit. Sie machte sich auf ihren Stöcken zum Waldweg hinunter davon. Und ich sah ihr nach und fühlte mich, als hätte ich darauf irgendein Anrecht, um den Kern der Geschichte, um Marthas Part, um ihre wahren Motive betrogen. Ich lief ihr nach. Ihr Geld will ich übrigens nicht. Ich zog das Geldbündel aus meiner Tasche und hielt es ihr hin. Sie sah es nicht an und ging einfach weiter. Ich dicht nebenher. Hier, nehmen Sie es wieder. Es ist doch Ihres. Mein Gott, behalte es sich doch. Das hat mich gekränkt, wissen Sie? Und wenn Sie jetzt einfach so weitergehen, ohne mir alles zu sagen, dann... Ich kann dann für nichts garantieren. Das ist nämlich wirklich nicht fair. Das ist schon wieder... Nicht fair! Sie ging immer schneller und fuchtelte mit ihren Stöcken nach mir. Jetzt lassen Sie mich doch endlich in Ruhe! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Das ist doch unmöglich! Ich habe Ihnen geholfen! Sie hatte mich mit einer Stockspitze an meiner Schläfe getroffen. Sie haben mich gerade... Ich blute. Na gut. Also dann... Ich warf das Geld vor ihre Füße. Und wissen Sie was? Ich gebe Ihnen noch eine Woche. Entweder Sie kommen zu mir und erzählen mir alles, sodass ich das wirklich verstehe. Oder ich zeig Sie an! Die kommenden Tage war ich von Zweifeln geplagt und ganz durcheinander. Ich war in Machenschaften, die ich noch immer nicht wirklich durchschaute, verwickelt. Ich war jetzt das Geld los und hatte stattdessen eine beachtliche Schramme. Und ich hatte die alte Dame tatsächlich erpresst. Der Vorstandsvorsitzende Martens soll über Geldanlagen in Stiftungen in Liechtenstein Steuern von rund 1 Million Euro hinterzogen haben. Jetzt löge mal das an. Ist aber typisch.
Moralisch gesehen war ich gar mit meiner Verletzung ein Opfer. Und nachdem ich das Schweigegeld los war, blitzeblank sauber, rein wie ein Engel. Aber es fühlte sich keineswegs erhebend und gut an, Martha ans Messer zu liefern. Haftbefehl gegen Martens wurde gegen eine Kaution von 900.000 Euro außer Vollzug gesetzt. Guck! Die lassen sie laufen! Entlassen ist das Urteil der Vollzugsanstalt rechtskräftig. Ja, bei den Wirtschaftsdelikten hätten sie schon viele freikaufen können. Herrgott, sag nochmal. Hast ja recht. Aber eigentlich, Josef, so einfach ist das dann doch nicht. Jedenfalls war es das gar nicht für mich. Ich bangte dem Ablauf der Woche entgegen. Was würde ich tun, wenn Martha sich meiner Drohung, wovon ich fast ausging, nicht beugte? Würde ich sie dann entschlossen und kalt denunzieren? Könnte ich das? Und warum sollte ich das eigentlich tun? Zum Wohl unseres Staates? Für das Recht der Gemeinschaft auf ihre Steuern? Um Martha gerecht zu bestrafen? Ging es denn wirklich um das? Die Woche verstrich und alles, was ich von Martha bekam, war ein förmlicher Brief. Sie kündigte mir meinen Putzjob und ich kündigte daraufhin die Wohnung im Liebdich des Bauern und fing an zu packen und lud schon die ersten Kisten in einen Leihwagen ein. Sie nahm mich nicht ernst und dass sie mich so ignorierte, als wäre ich ein Niemand, erschütterte mich. Ich war jetzt entschlossen, ihre Betrügereien bei den Behörden zu melden und danach wollte ich umgehend abfahren, zurück nach Berlin. Die Frist war in wenigen Stunden zu Ende, als ich auf Josefs Hofplatz eine weiße Limousine, Schweizer Kennzeichen, einbiegen sah. Es stiegen aus Herr Füßli und Martha. Mit Füßli hatte ich nicht mehr gerechnet. Und merkwürdig, irgendwie hatte ich schlagartig Angst. Hallo, Frau Bucher, sind Sie da? Ich machte nicht auf, aber ich konnte mich auch leider nirgends verstecken. Der Füßli ging einmal ums Liebdich und schaute durch alle Fenster in alle Zimmer hinein. Kommen Sie, machen Sie auf. Hallo. Ich machte also die Tür auf und sie drängten mich förmlich begrüßend herein. Marthas Blick streifte sofort meine Schläfe. Herr Füßli kann vielleicht etwas vermitteln, dachte ich mir. Gibt ja anscheinend Unstimmigkeiten, wie mir Frau Mischler erzählt. Sie standen im Hausflur vor mir und Füßli studierte meine Bananenkisten voll mit Klamotten und Büchern. Wissen Sie, häufig ist es eine Frage, was angemessen und anständig ist. Und ich sage immer, regeln wir es friedlich, intelligent und gemeinsam. Und am Ende muss stehen, so, jetzt ist jedem geholfen. Was meinen Sie? Also ich weiß jetzt noch nicht, was ich... Ja, jemand wie Sie, liebe Frau Bucher, wird eine Art von Unterstützung doch sehr wahrscheinlich dauerhaft brauchen. Aber sie will doch kein Geld. Jetzt warten Sie es ab. Sie sind Schriftstellerin, habe ich gehört. Sie hätten Talent. Och. Aber anscheinend sind Sie vorerst gescheitert. Schreiben Sie einen zweiten und dritten Roman. Ich meine das ernst. Mein Enkel, der schreibt auch. Menschen wie Sie brauchen Ruhe und Zeit. Und vor allem Vertrauen. Unser Vertrauen. Was Sie brauchen, das sind Freunde, die an Sie glauben. Ja, damit Sie sich irren und frei schreiben können. Deshalb würden wir Sie jedenfalls gern unterstützen, monatlich mit einem guten Salär. Ach. Bis Sie sich durchgesetzt haben, ja, bis Sie berühmt sind. Da jemand Verständnis für dich. Verpiss dich. Der glaubt an dich. Das ist es doch, was du seit langem vermisst hast. Hör auf, ich muss jetzt klar denken. Und Sie wollen wahrscheinlich, dass ich dafür das Ganze verschweige. Nur gegenüber dem schnöden Finanzamt. Nur gegenüber realen Personen. Es geht vor allem um meine Tochter und deren Mann. Im Literarischen sind Sie natürlich vollkommen frei. Ach so. Ja, dann... Um ehrlich zu sein, hatte ich längst schon bereut, Martha das Bündel vor ihre Füße geworfen zu haben. Es hatte sich keiner für mein Korrektsein bedankt. Und mein Leben am Limit stand mir immer noch unverändert bedrohlich bevor. Ja, dann... Ja, wie viel wär's denn? Wir denken an 2000 Franken. Mit Kind und dann mehr. 2500.
Grundeinkommen. Was meinen Sie, Martha? Ist gut. So wollen wir es machen. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und monatlich, wie für eine richtige Arbeit. Und vielleicht, wenn es schlecht läuft, dann für immer. Du schließt gerade den Deal deines Lebens. Grandios. Geben Sie mir Ihre Hand drauf und dann schreiben wir einen kleinen Vertrag. Und Sie und Martha werden das gleich unterschreiben. Siehst du, jetzt bist du doch jemand. Mit Macht. Aber unter einer Bedingung. Welche da wäre? Ich erfahre jetzt alles von Ihnen, Martha. Von Ihnen und Ihren Geschäften. Im schnöden Jetzt. Und realem Hier. Meine Angst war jetzt verflogen. Und ich bot den beiden an, sich in die Küche zu setzen. Martha blickte wie ein ängstliches Hündchen zu Füßli. Jetzt machen Sie so gut Sie es können halt mit, Martha. Ja, die junge Frau will offenbar noch was lernen. Gern auch von Ihnen. Ich wüsste gern mehr über Ihre tägliche Arbeit. Das ganz Konkrete. Weisungen, Buchungen, Telefonate. Wissen Sie, Frau Bucher, ein Bankberater ist vor allem eines. Er ist loyal gegenüber seinen Kunden. Und hundertprozentig verschwiegen. Und mit diesen Worten verließ er, er ging ein wenig spazieren, das Haus. Nun hatte ich Martha am Küchentisch sitzen. Und ihr Teil der Geschichte, den sie mir stockend erzählte, ging so. Etwa ein Drittel des Geldes in dem geschmuggelten Päckchen gehörte ausschließlich ihr. Sie hatte es heimlich in 60 Jahren zusammengespart. Und weder ihr Mann noch ihre Tochter hatten davon je was erfahren. Und weil es geheim gewesen war, konnte sie es steuerlich nie deklarieren. Und geheim muss es bleiben, auch heute. Darum bitte ich Sie. Aber warum? Warum darf Ihre Tochter von dem Geld nichts erfahren? Weil ich so will. Ach, Sie wollen Ihr Geld mit niemandem teilen. Hör Sie auf, Sie verstehe doch gar nichts. Wie soll ich das auch? Das hab ich doch gar nicht für mich angespart. Aha. Aber für wen denn dann? Für irgendwen anders. Aber warum sollte ich ausgerechnet Ihnen das sagen? Weil ich Ihre Mitwisserin bin? Weil ich Sie immer noch anzeigen könnte? Nein. Wissen Sie was? Weil ich Sie endlich begreifen will und nicht nur einfach verurteilen. Frau Mischel. Frau Mischel, Sie waren mir nämlich mal durchaus sympathisch. Martha knetete lange den Griff ihrer Tasche. Sie saß mir gegenüber, mit hängenden Schultern und fliehendem Blick. Ich habe es für Frieda gemacht. Für meinen Sohn. Und dann erzählte sie mir annähernd gelöst, wie bei unseren ersten Gesprächen, von ihrem heimlichen, von ihr verlassenen Sohn, den sie im Alter von 18 Jahren zur Welt gebracht hatte. Sie sei ein Zimmermädchen in einem Basler Hotel gewesen und ihre Affäre ein häufiger Gast, ein schillernder Filmproduzent und schlimmer Halodri. Der hat mir das Blaue vom Himmel runter versprochen. Der meinte sogar, ich hätte so einen ganz besonderen Ausdruck in meinem Gesicht. Und der hat auch immer Schneewittchen zu mir gesagt. Und immer von Filmen und Rolle geredet, in denen er mich, wenn ich erst mal ein bisschen geschult sei, schon gesehen hat. Dann war ich schwanger. Und der Dreckskerl hat sie dann sitzen gelassen? Das war Schande gewesen. Für mich und vor allem für meine einfachen Eltern, die waren ja damals vollkommen. Und da habe ich dann das Kind gleich nach der Geburt, weil sie es wollten, in Pflege gegeben. Und der Herr Lodri musste dann, darauf hat mein Vater bestanden, Schmerzensgeld bezahlen. Und so fing alles an. Was fing da an? Das mit dem Geld und dem heimlichen Sparen. Ich hatte das dumpfe Gefühl, wie sie das alles plötzlich so offen erzählte, dass sie mich anlog. Dass sie für mich diese schöne Geschichte erfand. Ich möchte ihm alles, was ich gespart habe, vererben. Ihrem verlorenen Sohn? Ja, dem Frieda. Ja, aber was kriegt denn dann Ihre Tochter? Die Firma. Ich halte das lieber getrennt. Ihre zwei Leben? Und Ihre Kinder? So werde sie sich schon nicht streiten, aber
Ich kann ihn gerade nicht erreichen. Er ist für länger verreist. Ach so, der ist verreist. Das ist ja ganz... Oh je, das ist ja schrecklich für Sie. Ich meine, also... Entschuldigen Sie, aber das ist doch jetzt alles... Das ist jetzt unglaublich rührend. Also. Und wissen Sie was? Ihr Märchen vom verführten Schneewittchen, diese tragische Frieda-Geschichte, ich glaub das alles nicht. Aber was soll's? Wir werden uns niemals mehr ehrlich begegnen. Aber er lebt in Berlin. Ich könnte es Ihnen beweisen. Ist schon in Ordnung. Ich werde schweigen. Und fahre jetzt ab. Ich konnte Martha nach allem, was vorlag, nicht mehr vertrauen. Mit kühler Berechnung dachte ich nur noch an eins. An mein Stipendium und an den Vertrag, den wir jetzt unterschrieben. Knapp und kühl waren meine Worte an sie. Und ohne ihr nochmal die Hand zu reichen, reiste ich ab. Doch schon auf dem Weg nach Berlin nagten erwachende Skrupel an diesem Beschluss. Jetzt lasse ich mich also doch von ihr schmieren. Das muss ich sofort wieder rückgängig machen. Dummerweise erwartete mich zu Hause der alte Schlamassel. Ich stand vor dem Bankautomaten und bekam nicht einmal mehr 20 Euro heraus. Mein Dispo war über dem Limit und der Bankangestellte empfahl mir eine Art Umschuldung mit einem zweiten Kredit mit sagenhaft hohen Zinsen. Ich kannte niemanden, der mir mein Konto leihweise ausgleichen konnte. Und mit meinen Jobs, die wenig einbrachten, wusste ich, käme ich aus dieser Verschuldungsspirale wohl nicht mehr heraus. Ich nahm also Marthas Stipendium an. Und als die schlimmste Gefahr, mein Bankrott, erst einmal gebannt war, dachte ich noch einmal anders darüber. Sie fördert den Nachwuchs und, was ist edler, die Literatur. Außerdem hatte ich inzwischen begriffen, dass nicht nur Leute wie diese Michels, sondern vor allem globale und führende deutsche Firmen den Staat um Milliarden von Steuern betrogen. Und er nannte es nicht einmal so. Ganz legal sozusagen. Das ist nicht zu fassen. Überall wurde getrickst und Milliardenvermögen in einem Netzwerk aus fingierten Firmen und Konten verschoben. Nicht mal mein Steuerberater, geschweige denn die amtlichen Steuerprüfer, durchblicken dieses perfide System. Ich kam von diesem Thema, so sehr ich es hasste, monatelang nicht mehr los. Es belagerte und ernüchterte mich. Ich fühlte mich niedergeschlagen. Und ich sah mit wachsender Schwermut auf uns und das Geld. Und dann, im November, blieb mein schönes Stipendium aus. Und kurze Zeit später rief Josef mich an. Die Martha Michel ist gestorben. Nächste Woche am Montag ist Beerdigung. Vielleicht willst du ja kommen. Oh Mann. An was ist die denn plötzlich gestorben? An einem Schlägle. An einem Hirnschlag? Ja. Schlaganfall? Ja, Schlaganfall. Ja. Beim Worker im Wald. Man hätte sie ganz in der Nähe von der Kapelle gefunden. Da gab es für mich überhaupt keinen Zweifel. Zu Marthas Beerdigung musste ich hin. Der Trauerzug vor der Kirche zum Familiengrab der Michels war beeindruckend lang. Allen voran rollte die tote Martha, weiß und glänzend ihr Sarg. Dahinter gingen der Pfarrer und vier Ministranten und unzählige in dunkle Mäntel vermummte Gestalten. Die ganze Belegschaft der Firma, Kirchzeller, Schulkameraden, viele hiesige Dörfler, Geschäftspartner, Delegationen sämtlicher im Dorf aktiver Vereine. Mit kleinen, knirschenden Schritten kam der endlose Zug nur langsam voran. Wow, das sind doch mindestens 500 Leute. Ich war mit dem buckligen Josef bis zum Grab seiner Frau mitgegangen und hörte von dort die Worte des Pfarrers und das Rumpeln des Sarges, als man ihn an vier Riemen hinabließ. Am offenen Grab standen Marthas Tochter mit Mann und Sohn und sicherlich einigen anderen Verwandten. Wo aber, wenn es ihn gab, war dieser Frieda? Würde ich ihn, wenn ich ihn sähe, erkennen? Ich hielt nach ihm Ausschau, nach einem vereinzelten, abseits stehenden älteren Mann. Und dann entdeckte ich Füßli, wie er kurz kondolierte
Und jemand, der ähnlich alt war wie er, nahm ihm den Zweig mit dem Weihwasser ab. Der Fremde trug seine krausen, grauen Haare zusammengebunden zu einem Zopf und hatte ein etwas knittriges Wollsakko an. Länger als alle schaute er ins Grab, versank, so wirkte es, in tiefen Gedanken, und erst als ihn Füßli an seiner Schulter berührte, hob er den Kopf, sprengte Weihwasser in die Grube und kondolierte der Tochter, die ihn mit gleichgültiger Höflichkeit ansah. Das könnte er sein. Ich behielt ihn im Blick und wollte ihm folgen. Doch plötzlich bemerkte ich, dass Josefs buckliger Körper neben mir zu vibrieren begann. Die Hunde sind tot und die hier oben? Leben die alle? Leben die noch? Sag mir das, Liesel! Sag's mir, für was? Ich hörte ihn wimmern und legte dem einsamen Witwer einen Arm um seine knochigen Schultern. Josef, komm. Und wie ich wieder zum Hauptweg sah, war Füßli mit dem Fremden verschwunden. Ich drückte Josef und riss mich dann los. So schnell ich konnte, verließ ich den Friedhof. Und als ich die Friedhofstreppe hinablief, entdeckte ich sie auf dem Parkplatz. Der Mann mit dem grauen Zopf schüttelte Füßli gerade die Hand, stieg in einen zerbeulten Kleinwagen ein und fuhr los. Ich lief hinunter zu Füßli, Hallo! Den ich gerade noch erwischte. Hallo, Herr Füßli, warten Sie! Füßli war wenig begeistert, als er mich sah. Ich hätte dann noch eine Frage. Was wollen denn Sie hier? War das dieser Frieda? Jetzt raten Sie mal. Ja, das war der Frieda Heimbach, jawohl. Er fährt jetzt zurück nach Berlin. Das war Marthas Sohn? Ja, sicher. Was Ihnen erzählt hat, das war nicht gelogen. Oh mein Gott. Mein Gott, ich hab gelacht. Sie haben halt schlichtweg gar nichts verstanden. Dass dieser Sohn emotional Marthas größtes Problem war. Mit dem sie nie richtig, geschweige denn offen im Hause Michel umgehen konnte. Das haben Sie überhaupt nicht begriffen. Und hat er inzwischen das Geld? Was für Geld? Naja, das, was sie für ihn gespart hat. Ja, also... Ja, das hat er schließlich bekommen. Dann ist ja gut. Ja. Wie man es nimmt. Es hat doch am Ende zu viele Nerven gekostet. Und dann wollte er es nicht mal für sich. Der hat ja gesagt, ich teile es aber mit meinen Freunden. Wie? Er hat es geteilt? Ja, wirklich. Und offen gesprochen, so eine Art von Verteilung fand ich dann gar nicht so schlecht. Vor ein paar Wochen habe ich Frieda Heimbach getroffen. Es stimmt. Er hat das Geld seiner leiblichen Mutter mit seinen Freunden, den Besten und denen, die es brauchten, geteilt. Es hätte ihn sonst, wer weiß wie, so sagt er, verändert, aus seinem Rahmen geworfen, von allen und allem getrennt. Wir haben dann auch über Martha gesprochen, wie irrational ihr Betrug war. Eine Verkettung von menschlichen Fehlern und Schwächen, dass ihr Leben von Argwohn und Ängsten geprägt war. Wie einsam sie wahrscheinlich war. So einsam wie sie will ich nie sein. Wird schon nicht passieren. Man muss ganz schön stark sein, um ehrlich zu bleiben. Aber man sollte mir dienen. Nein, ich werde jobben, ich werde schreiben, ich werde arbeiten gehen. Aber dienen werde ich dir nicht. Du wirst mein Leben nicht so bestimmen. Man muss sich von deinem Geflüster befreien. Was uns trennt, von Chris Ohnemus. Es sprachen Susu Bucher, Alexandra Henkel, Martha Michel, Angelika Bender, Marthas Tochter, Anuk Enz, der Bauer, Thomas Meinhardt, Herr Füßli, Pierre Siegenthaler, Student, Daniel Wiemer. Technische Realisation, Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz, Pia Frede. Regie, Martin Zülker.